seit 2012, 2013, als Xi Jinping jetzt im Amt ist, der aktuelle Präsident, hat sich alles verändert. Bis dahin haben sie sehr die Rolle Amerikas, die ihnen von Amerika zugebilligt wurde, als Bollwerk gegen Russland mitgespielt, haben davon sehr, sehr stark profitiert. Amerika hat davon stark profitiert. Es war eine Symbiose beider Seiten. Und mit dem jetzigen Staatspräsidenten wurde alles anders. Der spielt sein eigenes Spiel, sagt, wir China wollen nicht mehr nur das Anhängsel Amerikas sein, wir wollen an Amerika vorbeiziehen. Und dazu muss er Vollgas geben. Er hat auch gar keine andere Möglichkeit mehr. Er geht all in, er kann nicht mehr zurückziehen, er muss jetzt Vollgas geben, wie bei der Formel 1, der zum Überholen ansetzt, voll aufs Gaspedal geht und jetzt darauf hoffen muss, dass der andere die Tür nicht zumacht. Zum Bremsen ist es inzwischen zu spät. Wenn er bremst, verliert er seine Macht. Er muss jetzt Vollgas geben und die Amerikaner sind noch vorne dran und machen gnadenlos die Tür zu. Das ist das, was wir momentan erleben. Aber was heißt das? Wir sehen auch, dass er intern aufräumt. Das bedeutet, in den chinesischen Konzernen und Unternehmen, aber auch in den westlichen Konzernen, die in China aktiv sind, werden überall wieder die Kader installiert. Das heißt, Parteibüros eingerichtet, Abteilungen eingerichtet, in der die Partei das Sagen hat, die ganz wesentlich in sämtlichen Firmen plötzlich wieder mitentscheidet über Investitionsentscheidungen, über geschäftliche Entscheidungen. Das heißt, eine Rückkehr von dem kapitalistischen System hin zu einem viel, viel kommunistischen, maoistischeren System. Xi ist sehr maoistisch geprägt und das Thema kommt wieder zurück. Die Konsequenz ist, dass er von den alten Kadern, die jetzt jahrzehntelang mit den Amerikanern eng zusammengearbeitet haben, sich dabei sehr viel Geld verdient haben, Millionen und Milliarden verdient haben und diese individuellen Freiheiten sehr zu schätzen wussten, die werden reihenweise aussortiert. Die verschwinden, die werden abgesetzt, deren Firmen kommen in Schwierigkeiten, die setzen sich ins Ausland ab. Ganz, ganz viele Verwerfungen hier. Wie gesagt, der Bericht von Arte sehr, sehr spannend. Und diese Jungs, die sich an dieses Leben im Luxus und diese individuellen Freiheiten sehr gewohnt haben, die haben natürlich mit dem neuen Präsidenten auch ein Problem. Viele von denen verstecken sich im Ausland, verfügen aber über Milliardenbeträge, mit denen sie jetzt alles tun, um die jetzige chinesische Regierung loszuwerden, um wieder an ihre Pfründe ranzukommen. Die sind also enge Verbündete momentan der amerikanischen Politik, sozusagen von Inside, mit besten Insiderkenntnissen über China und über die Netzwerke dort. Also hier ein weiteres spannendes Feld, was gerade offensichtlich geht, wird, was aufgeht. Natürlich die Hongkong-Geschichte läuft da mit rein, die Unruhen dort. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was China jetzt nach den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag macht. Bis dahin wird man hässliche Bilder vermeiden wollen, aber danach könnte es in Hongkong heiß zur Sache gehen. Und davon gehen zumindest viele Experten aus und einige, mit denen ich auch in den letzten Tagen sprechen durfte. Die erwarten für die nächsten Wochen eine Zuspitzung der Situation rund um Hongkong.